Hi Leute, ich habe wieder mal ein paar Sachen aufgebraucht und ein paar Sachen aussortiert. Ich persönlich bin ja aufgebraucht videosüchtig, auch so Monatsfavoriten. Ich liebe solche Videos. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich bin zwar schon bettfertig, aber ich dachte, ich teile noch mal meinen Müll mit euch. Fangen wir mit einem Produkt an, das ich jetzt aussortiere. Und zwar ist es von L'Oréal, ein Eyeliner, der Superliner Matte Matic. Das ist ein Eyeliner, den man rausdrehen kann. Ich will jetzt nicht zu weit rausdrehen, weil der leider abgebrochen ist. Der ist so furztrocken, dass der einfach mal abgebrochen ist. Und ich habe die Mine nur ein kleines bisschen rausgedreht. Ist super bröckelig auf dem Lid und keine saubere Linie. Kann man auch nicht schön verblenden. Deswegen keine Kaufempfehlung für euch und auch nicht für mich. Deswegen kommt das jetzt in den Müll. Ich habe mal ein Körperöl ausprobiert und zwar von Primavera, das Aloe Vera Öl. Das ist einfach mal richtig, richtig gut. Nach dem Duschen, wenn meine Haut noch nass war, dann habe ich mir sowas so ein bisschen in die Handfläche gegeben, habe das verrieben und dann habe ich meinen ganzen Körper damit eingerieben und das ist so ein gutes Öl. Das ist sofort eingezogen und wenn ich morgens wach geworden bin, dann bin ich ja halt schlafen gegangen, aufgestanden, dann war meine Haut richtig schön gepflegt, keine trockenen Stellen, kein Ziehen und Jucken an meiner Haut. Absolute Kaufempfehlung für Leute, die trockene Haut haben oder auch normale Haut haben, die sich einfach nur schön reichhaltig pflegen möchten. Für die ist es eine Empfehlung. Ich habe es mir nachgekauft, allerdings in der Richtung Sanddornöl und oh, das ist einfach nur himmlisch. Also ich denke, dass ich so ein Öl immer zu Hause haben werde, weil ich dann sehr, sehr, sehr zufrieden bin. Ein Produkt, das glaube ich jeder auf YouTube kennt, weil das die liebe Ebru mal empfohlen hat, und zwar von Rosens das 100%ige Rosenwasser. Das benutze ich ja zur Hautpflege. Wer meine Hautpflegeroutine verpasst hat, ich verlinke euch das nochmal in die Infobox. Es ist ein Rosenwasser aus 100% Rosenblüten und das ist halt so zur Hautpflege, zur Hautreinigung und soll sogar Falten entgegenwirken. Man weiß es nicht so genau, aber ich benutze das morgens, wenn ich aufstehe, gebe ich das auf ein Wattepad und dann einmal runter mit dem Zeug, dann meine Pflege und wenn ich mich abschminke, ist sozusagen der vorletzte Schritt. Ich gebe das auch nochmal auf ein Wattepad, nochmal drüber und dann meine Gesichtspflege drauf. Also wer noch auf der Suche nach einem schönen und tollen Gesichtswasser ist, dann kann ich euch das von Rosens nur empfehlen. Als kleiner Tipp, wenn ihr nicht ganz sicher seid, ob ein Rosenwasser hundertprozentig ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, dran zu riechen. Echtes Rosenwasser riecht nicht einfach total perfekt nach Rosenblüten, sondern es riecht so ein bisschen muffelig. Also für diejenigen, die noch nicht ganz sicher sind, einfach mal dran riechen. Wenn es so ein bisschen moderig riecht, dann ist es 100% Rosenwasser. Dann habe ich ein Haaröl, was jetzt leider in die Tonne kommt. Das hatte mir mal mein Mann geschenkt. Ich meine, in meinem letzten aufgebrauchten Video hatte ich schon die Haarmaske in den Müll verbannt. Jetzt kommt das Haaröl und zwar von Moroccan Oil, das normale Arganöl. Am Anfang war es so, dass ich das Öl richtig gut fand, aber wenn ich mir das dann in die Haare massiert habe, also jetzt so vor kurzem, dann hatte ich das Gefühl, dass es meine Haare extrem austrocknet. Ich habe es mir in die feuchten Haare gemacht, schlafen gegangen und am nächsten Morgen waren meine Haare so total hässlich ausgetrocknet. Also ganz schlimm. Und dann habe ich das mal meiner Schwägerin gegeben, weil ich dachte, vielleicht will sie es haben. Und sie hat es einmal benutzt und hat es sofort zurückgegeben, weil sie meinte, es ist totaler Schrott, hat ihre Haare total ausgetrocknet. Ich habe es jetzt bis, ja, über die Hälfte aufgebraucht, aber auf jeden Fall keine Kaufempfehlung. Total austrocknen, also bei meinen Haaren. Deswegen kommt es jetzt in den Müll. Eine Zeit lang hatte ich eine sehr, sehr trockene Haut und ich hatte auch das Gefühl, ich habe Schuppen. Deswegen habe ich von Alverde das Anti-Schuppen-Shampoo ausprobiert und zwar Heilerde. Das ist das mit der blauen Kappe. Das ist das einzige Shampoo von Alverde, wo die Inhaltsstoffe komplett gut sind. Deswegen habe ich es ausprobiert. Allerdings ist es so, das schäumt gar nicht, was eigentlich nicht so schlimm ist. Aber bei meiner Haarlänge war das so, dass ich das eine normale Menge nicht ausgereicht hat. Das heißt, ich musste immer mehr auf meine Hand geben und in die Haare. Und ich war durch die Flasche, hatte ich das Gefühl, echt in ein, zwei Wochen durch, was nicht sehr lang ist. Also es ist kein schlechtes Shampoo, aber ich würde es mir nicht nochmal nachkaufen. Wer meine Videos verfolgt, weiß ja, dass ich von Martina Gebhardt die Rose Lotion und die Rose Cream, überhaupt die ganze Rose-Reihe benutze. Davor hatte ich allerdings Aloe Vera benutzt und zwar auch die Face Lotion habe ich sehr, sehr, sehr gemocht. Aber dann wollte ich einfach mal die Rose-Reihe ausprobieren, deswegen bin ich umgesprungen und da bin ich auch hängen geblieben. Und da hatte ich auch von Aloe Vera die Creme. Das ist sehr, also die Lotion ist leicht, zieht schnell ein und die Creme ist sehr, ja, sehr cremig, sehr fettig, zieht sehr schwer ein, ist sehr reichhaltig.
Das brauche ich zum Beispiel, wenn ich sehr, sehr trockene Haut habe. Also wer auf der Suche nach einer sehr guten Hautpflege ist, dann kann ich nur von Martina Gebhardt die Aloe Vera Reihe empfehlen, die Rose Reihe. Sie hat ja ganz viele Reihen. Wer noch auf der Suche ist, ganz große Empfehlung. Ein Lidschattenprimer habe ich von meiner Schwägerin geschenkt bekommen, und zwar von End Other Stories, der Eye Primer. Sie hat sich den gekauft, kam mit dem nicht zurecht, dann hat sie mir den gegeben. Ich habe ihn ausgetestet, aber der ist echt Schrott. Also der neutralisiert überhaupt nicht die Farbe auf meinem Lid, was eigentlich auch nicht so schlimm ist. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass mein Lidschatten, wenn ich den dann draufgegeben habe, dass der sehr, sehr bröckelig ist. Deswegen, ich kann damit nichts anfangen, kommt jetzt in die Tonne. Ein Eyeliner, den ich aufgebraucht habe, und zwar von L'Oreal, der Superliner Black Buster. Das ist dieser hier, der hat einen richtig dicken Kopf. Der ist jetzt aufgebraucht, ist ausgetrocknet, ich kann damit nicht mehr arbeiten. Es ist eine Empfehlung für Leute, die noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, einen Lidstrich zu ziehen oder die noch sehr am Anfang sind. Dadurch, dass die Mine so dick ist, ist der Auftrag einfach viel, viel einfacher und es ist wie so ein Filzstift aufgebaut. Also es ist eigentlich, als würde man auf einem Blatt Papier malen. Wie gesagt, wer am Anfang ist, das ist eine Kaufempfehlung. Ich arbeite nicht mehr so gerne damit. Ich bin eher so der Gel-Eyeliner-Typ. Dann habe ich eine Foundation aufgebraucht, und zwar von Bobbi Brown, die Luminous Moisturizing Treatment Foundation. Das ist diese hier, die habe ich ja im letzten Jahr in ganz, ganz, ganz vielen Videos benutzt und habe es auch in Videos erwähnt, wie toll sie ist. Ich finde sie immer noch toll, leider passt die Farbe nicht, obwohl ich die hellste Farbe habe, und zwar Porzellan 0. Leider passt die Farbe nicht mehr. Ich habe es jetzt aufgebraucht, würde es mir auch nachkaufen, wenn die Farbe passen würde. Es ist eine Foundation, die sehr, ja, luminous ist, sehr pflegend ist, sehr reichhaltig ist. Ist eine leichte bis mittelstarke Deckkraft. Die Farbauswahl ist auch sehr gut, finde ich. Allerdings eher auf der teureren Seite und das riecht so nach Kräutern, also total angenehm. Ich habe es im Frühling und im Sommer sehr, sehr gerne getragen. Traurig, dass es alle ist, aber ich kann es mir erstmal nicht nachkaufen, weil die Farbe nicht mehr passt. Ich hatte ja eine Zeit lang super, super Juckreiz und trockene Haut an meinem Bauch und ich habe alle möglichen Duschgels durchprobiert und irgendwie nichts gefunden, aber an einem Duschgel bin ich hängen geblieben, und zwar von Michael Droste-Laux Duschcreme mit Teebaumöl, basische Mineral- und Edelstein-Naturkosmetik. pH-Wert ist 7,4, also pH 7,4. Es ist ein Duschgel, das sehr schlammig ist, sehr erdig, da sind halt so Körner drin, sehr flüssig, und wenn man sich dann damit einreibt, also die nasse Haut, ne, und dann gibt man sich das Duschgel drauf, dann ist das ein Duschgel, das nicht schäumt, ne? Also das ist so, als würde man sich so ein bisschen mit Schlamm einreiben und dann soll man das kurz einwirken lassen und dann normal halt abspülen, und das, was dieses Duschgel hinterlässt, ist einfach mal so schön. Ich brauche danach keine Lotion, kein Öl, weil das fühlt sich schon, ja, wie so ein Öl an. Das liegt wahrscheinlich an dem Teebaumöl. Teebaumöl ist ja nicht so jedermanns Sache. Wer noch nicht weiß, was das ist, kann ja mal im Internet schauen. Ansonsten mal im Reformhaus gucken oder in so einem Bioladen. Da gibt es ja Teebaumöl. Einfach mal dran schnuppern. Es ist eine Kaufempfehlung für Leute, die sehr problematische Haut haben. Allerdings ist das Ding richtig teuer. Es liegt bei, ja, um die 20 Euro. Ich habe es im Dezember gekauft und habe es jetzt aufgebraucht. Ich habe es mir nochmal nachbestellt, obwohl es zu teuer ist, aber es hat meiner Haut extrem gut geholfen. Ein Produkt, bei dem ich auch sehr traurig bin, dass es alle ist, und zwar ist es der, für mich der beste Concealer in der Drogerie, und zwar von Maybelline, der Löscheauge. Ich habe die Farbe 03 Fair. Mit dem Concealer kann man super abdecken. Mit dem Concealer kann man super highlighten. Es ist total ergiebig. Ich komme damit super zurecht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super. Also wer auf der Suche nach einem guten Concealer ist, das ist eine Empfehlung. Das Einzige, was doof ist, dass sie, glaube ich, nur zwei Farben haben. Also außerdem gibt es noch eine Farbe, was total traurig ist, aber in der Drogerie für mich der beste Concealer. Vor einem Jahr in London hatte ich mir bei Boots, das ist ja die, ja, britische Drogerie, ich weiß nicht, ob es überall in England ist oder ob nur in London, und zwar Boots. Tea Tree Witch Hazel Foaming Whey Face Wash, also so ein Cleanser, ist halt flüssig und wenn man sich das in die Hand pumpt, wird es schaumig und dann kann man sich so das Gesicht reinigen. Ich fand es gar nicht schlecht, allerdings ist es sehr, sehr austrocknend und bei meiner trockenen Haut sowieso noch schlimmer. Wenn ich das dann benutzt hatte, hatte ich danach so ein richtiges Brennen, Jucken im Gesicht, das war total ausgetrocknet, also wenn ich
gute Haut hätte, nicht so trocken, dann würde ich es mir bestimmt irgendwann mal wieder mitnehmen, wenn ich in London wäre. Aber so ist es für meine trockene Haut leider nichts. Könnt mir ja mal verraten, was ihr in diesem Monat so aufgebraucht habt und was ihr überhaupt nicht mochtet und jetzt aussortiert habt und was jetzt in den Müll landet. Das würde mich sehr interessieren. Hier oben und unten verlinke ich euch zwei weitere Videos. In der Mitte könnt ihr abonnieren. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und sage Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal mit euch.